Alright, der ESC-Skandal und die fragwürdige Disqualifikation von Jos Klein. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich weiß aber tatsächlich nicht. Ich weiß nur, es ist irgendein Palästina-Israel-Konflikt gewesen. Warum ist er aber gekündigt worden und rausgeworfen worden? Das schauen wir uns jetzt mal an, Chat. Let's go. Der Eurovision Song Contest fand dieses Jahr in Malmö ohne den Niederlanden statt. Also zumindest im Finale. Bis zum Halbfinale durften sie noch antreten. Grund dafür soll nämlich eine Handgreiflichkeit vom Sänger Jost Klein gewesen sein. Handgreiflich? Warum das Ganze eskaliert ist und er meines Erachtens nach Stand jetzt zu Unrecht disqualifiziert wurde. Handgreiflich, dass der einen auf die Fresse gehauen hat? Das werde ich euch gleich mal erklären. Das ist krass. In diesem Falle könnte man nämlich fast schon das Wort Canceln tatsächlich mal zurecht nutzen. Doch kommen wir nun erstmal zum Sänger Jost Klein. Jost kennt man nämlich auch in Deutschland. Spätestens seit dem Lied Friesenjunge. 135 Millionen Streams, ist crazy. Michi Akku und Otto Walkes. Er selbst ist Sänger bzw. Rapper aus den Niederlanden und mit 26 Jahren durfte er sein Land beim Eurovision Song Contest vertreten. Das Lied, welches er beim Eurovision Song Contest performen wollte, hieß Europapa. Dieses widmete er seinem Vater. Ich fand den aber geil. Vater bzw. seinen Eltern, die er schon in jungen Jahren verloren hatte. Er beschreibt sich dort auch als Waisenkind, welches durch Europa reist, um seine Geschichte genauer zu erzählen. Geil. Und am Ende war eigentlich die Botschaft, dass die Welt im Prinzip keine Grenzen hat, jeder willkommen sein soll und es entstand ein Gefühl des Miteinanders. Also ein Lied, welches schon allein vom Text her zumindest ein hohes Potenzial hat, ganz weit vorne mit dabei zu sein. Gleichzeitig war das Ganze aber auch musikalisch ein absoluter Banger. Es gab eine richtig geile Melodie, die Lyric war sehr, sehr gut und für mich war er der ganz, ganz klare Favorit für die Nummer 1 dieses Jahr. By the way, gab es auch schon im Vorhinein Abstimmungen und auch dort schnitt Jost Klein mit viel Vorsprung ganz vorn ab. So wie es auch von anderen geteilt wurde, war Ich finde ihn auch, also so, was ich sehe, so, was er politisch macht und so, ist er stabiler Atze, ne? Die Crowd bei seinem damaligen Live-Auftritt mit Abstand am lautesten. Ja, das als Gabba-Mix. Hat das nicht so am Ende so ein Gabba-Part? Warte mal. Europa. Hat das nicht am Ende so ein Gabba-Part? Ja! Ja, absoluter Banger. Pa, pa. Geil. Geil, geil, geil. Geil. Wenn man sich dann einfach mal die Bewertungen von Jost seinem Auftritt beim ESC angeschaut hat, dann war klar, dass er definitiv unter anderem als Favorit galt. Doch nun das Komische, Jost Klein wurde vom ESC plötzlich ausgeschlossen. Grund dafür soll eine Attacke gegenüber einer Kamerafrau hinter den Kulissen gewesen sein. Und holy shit, wenn das stimmt, dann geht das auf jeden Fall gar nicht. Also sollte er wirklich handgreiflich gegenüber einer Frau gewesen sein, dann gehört er auch eindeutig ausgeschlossen. Ja, safe, und als das mit dieser handgreiflichen Attacke rauskam und die Polizei ermittelte, teilte die EBU, also die Europäische Rundfunkunion mit, dass Jost disqualifiziert wurde. Grund dafür war nämlich sein Verhalten gegenüber des Crewmitglieds vom TV und sie fahren dort auch ganz berechtigt eine Null-Toleranz-Schiene. Ist auch korrekt so, ja. Außerdem hat er auch mit seinem Verhalten ganz klar gegen die Regeln verstoßen und wo wir gerade bei Regeln sind, die Regeln sind unter anderem diese hier. Und ich übersetze das mal frei ins Deutsche. Texte und oder Aufführungen der Lieder dürfen die Shows, den ESC oder die EBU nicht in Verruf bringen. Keine Texte, Reden oder Gesten politischer oder ähnlicher Natur sind während des ESC erlaubt. Ja, okay. Ich sage ehrlich, ich glaube, das ist auch irgendwo richtig so. Also, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also, Kunst und Politik ist ja nun mal sehr nah beieinander. Jetzt aber bei so einer Veranstaltung, die einfach nur Spaß und alles sein soll, ist, glaube ich, beim ESC die Politik außen vor zu lassen, vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite hat man da wieder eine große Bühne. Es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Aber ich hab's. Schwieriger Case, weil es gibt schon Themen, die man auf die aufmerksam machen muss. Auf der anderen Seite. Ich check die Regel irgendwo. Ich check die Regel so ein bisschen, ja. Darf also keine unangemessene Sprache in den Texten oder bei den Aufführungen der Lieder verwendet werden. Keine Botschaften, die eine Organisation, politische Sache, andere Unternehmen, Marken, Produkten oder Produkte oder Dienstleistungen bewerben, sind in den Shows auf den offiziellen ESC-Geländen, das heißt am Veranstaltungsort während der Eröffnungszeremonie, im Eurovision-Dorf, im Pressezentrum und so weiter erlaubt. Ein Verstoß gegen diese Regeln kann zur Disqualifikation führen. Okay, krass. Also man sollte sich nicht kritisch gegenüber politischen Themen äußern, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Zusätzlich sollte man jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit gegen die EBU sein und Handgreiflichkeiten sind dort selbstverständlich nicht erlaubt. Fun Fact, nachdem die ganze Finalshow lief und Jost halt nicht antreten durfte, wurde direkt Folgendes berichtet. Der niederländische TV-Sender Afrotros bezog bereits Stellung und erklärte, dass der Musiker entgegen klarer Absprachen gefilmt wurde und eine bedrohliche Bewegung in Richtung Kamera machte. Dabei hat Jost die Kamerafrau nicht
nicht berührt. Er soll maximal die Kamera berührt haben. Also, weil Jost nicht gefilmt werden wollte und das auch so abgesprochen wurde, wurde das nicht toleriert. Er wurde daraufhin sauer und auch von den anderen Leuten als aggressiv bezeichnet. Und im Prinzip war es das Stand jetzt. Aber dann hat er ja niemanden angefasst, sondern war einfach nur abgefuckt und haben sie deshalb rausgeworfen. Ich sag ehrlich, wenn das jetzt natürlich so ist, dann hätten sie auch direkt sagen sollen, es liegt am politischen Statement, was er setzen wollte. Dann hätte man auch das einfach sagen sollen, anstatt jetzt irgendeinen anderen Grund vorzuschieben, oder? Wie die Drohung im Detail aussah, wurde bisher noch gar nicht geschildert. Das ist ein bisschen wack. Weiß, das ist ein bisschen aber wack. Es klingt definitiv nicht mehr nach einem ach so körperlichen Gewaltakt, wie es am Anfang dargestellt wurde. Außerdem hat man weder Beweise noch Vorwürfe von anderen in diesem Bezug gehört, außer dass er halt wütend war. Dennoch juckte das dem ESC nicht und sie verbannten Jost wegen Anschuldigungen körperlicher Gewalt gegenüber eines Crewmitglieds ohne jegliche Beweise. Zumindest, und das ist wirklich wichtig zu betonen, wir kennen bis jetzt keine konkreten Hinweise, was genau alles abgelaufen ist. Dementsprechend ist für uns außenstehende Zuschauer immer noch unklar, ob diese bedrohliche Geste wirklich rechtfertigend für einen direkten Ausschluss ist. Das ist halt die Frage, ne? Jetzt gibt es allerdings da draußen sehr, sehr viele Spekulationen, die in alle Richtungen gehen und ich möchte euch das wenigstens mal ein bisschen präsentieren. Wieso schickt mir eigentlich in Deutschland immer so Kaki zum ESC? Wie geil wäre es gewesen, Jost und bei uns Chiago? Hä? Check nicht. ESC, wir Deutschen, Digga, wen senden wir immer dahin? Was ist das? Jesus. Bro, sende Jesus zum ESC. No joke. Einige wahrscheinlich mitbekommen haben. Chiago wollte nicht, ja, okay. Hat sich Jost schon relativ provokativ und auch kritisch gegenüber Israel geäußert. Bei einer Pressekonferenz zog er sich beispielsweise die Niederlande-Flagge über den Kopf, als Israel ihre Fragen beantworten wollte. Und bei einer kritischen Frage eines Journalisten fiel er der Israel-Sängerin Electric Callboy wäre so krass gewesen. Einfach ins Wort. Personal question. Have you ever thought that by being here you bring risk and danger for other participants and public? You don't have to answer that question if you don't want to. Why not? Sie hat dann im Anschluss auch diese politische Frage beantwortet nach dem Kommentar von Jost. Jost selbst scheint also mehr oder weniger indirekt auf die Verhältnisse zwischen Israel und Palästina aufmerksam zu machen und zusätzlich richtete er auch Worte an die EBU, wie man hier sehen konnte. I see you EBU, you're scared. You're scared for the boom boom. Außerdem meinte er auf die Frage, ob sein Song überhaupt vereint schon irgendwie ein Ehrenmann der Typ nennen würde, dass das eine wirklich gute Frage für die EBU wäre. That your song can unite us all by music. I think that's a good question for the EBU. Was man da jetzt alles reininterpretieren möchte, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest war Jost einer der Leute, die mit verschiedenen Aktionen Iconic Outfit aber, ne? und Aussagen immer wieder da draußen angeeckt sind. Und nun gehen die Vermutungen der Leute aufgrund des Ausstoßes wirklich sehr, sehr weit in jede Richtung. Ich will das Ganze gar nicht zu groß bewerten, weil jeder hat seine eigenen Vermutungen und strebt vielleicht danach sein eigenes Urteil an. Aber ich verstehe, warum das Verhalten der EBU hier schon ein Stück weit hinterfragt wird. Ja. Einige Stimmen wurden nämlich zu dem Fall lauter und meinten sowas wie, dass Jost Israel kritisiert hätte und dass der EBU gar nicht schmeckt. Zusätzlich war sein Verhalten ohnehin provokant und dementsprechend hat die Aktion mit der Kamerafrau der EBU in die Karten gespielt, damit sie ihn ausschießen. Ich glaube auch so. Es wirkt halt so, als hätte man dann einfach sagen können, ah, jetzt haben wir ihn und dann weg. Das sind natürlich Vorwürfe gegenüber die EBU, die definitiv nicht stimmen müssen. Aber die Sichtweise ist durchaus interessant, so, weil heutzutage wirklich sehr viel politisiert wird und dementsprechend sieht man seine Konsequenzen daraus. Tatsächlich ist es aber auch aus Zuschauerperspektive ziemlich komisch, dass Jost aufgrund von Vorwürfen direkt ausgeschlossen wurde. Zusätzlich gab es bis jetzt auch gar nichts, was diese Attacke bestätigen könnte, die im Vorfeld geäußert wurde. Und demnach hätte man ihn schon, meines Erachtens nach, den Auftritt gewähren lassen müssen. Oder man hätte einfach einen anderen Grund im Statement angeben sollen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie stark oder bedrohlich diese Geste von Jost war, weswegen ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen kann, ob der Ausschluss gerechtfertigt ist. Das wird auch momentan noch zum Teil geprüft, aber eins kann ich an der Stelle sagen. Für die Zuschauer wirkte der Entschluss für die direkte Disqualifikation doch ziemlich irritierend. Denn es wurden Vorwürfe getätigt, die sich dann zum Teil zumindest in der Öffentlichkeit als falsch herausgestellt haben und Jost halt in ein noch schlechteres Licht drückten. By the way, wurde jetzt auch gegen Jost ermittelt und vermutlich wird er auch in Zukunft dafür angeklagt. Ob es jetzt aber für diese bedrohliche Geste eine Geldstrafe gibt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Und ob sich jetzt diese Vorwürfe überhaupt bestätigen, bleibt auch bis heute noch offen. Und inwiefern jetzt Jost wirklich schuldig oder unschuldig ist, das wird sich vielleicht in Zukunft... Bedrohungsanklage, Digga, wie viel Euro ist das? 3 Euro? Skirske in meinem Auto soll beim ESC laufen. Herausstellen. Ich persönlich bin ohnehin der Falsche, um euch jetzt politisch erklären zu können, was alles zwischen Palästina und
Israel richtig oder falsch läuft. Eins kann ich aber immerhin von mir aus sagen, sollte es nun aber keine genauen Beweise für eine handgreifliche Attacke gegeben haben, wie es zumindest zuerst kommuniziert wurde, dann finde ich einen direkten Ausschluss mit der Begründung der EBU in diesem Falle doch schon ziemlich hart. Da hätte ich eher eine Begründung wegen politischer Provokation mehr verstanden, weil es steht im Regelwerk, dass man das nicht machen darf, als wenn er jetzt nur eine Geste gemacht hätte. Wie aber bereits gesagt, wir wissen nicht, wie schlimm diese Geste gewesen sein muss. Somit wurde dem ganzen Team sowie auch den Niederlanden verwehrt, ihr Land positiv zu repräsentieren. Anstelle dessen gewann halt eben die Schweiz. Und ja, die Performance und der Song von der Schweiz waren definitiv nicht schlecht. Da will ich keinesfalls irgendwas runterspielen. Ich meine, während... Hä, aber die Schweiz ist gar nicht in Europa. Wie kann das sein? Die Schweiz ist nicht Teil der EU, also... ...dessen zu performen und auch noch so die Töne zu treffen, das verdient wirklich höchsten Respekt. Aber rein musikalisch, unabhängig von dem Vorfall, der hinter den Kulissen passiert sein soll, hätte ich den Niederlanden einen guten Platz beim ESC definitiv gegönnt. Ich glaube sogar, die wären Erster geworden, no joke. Das sind bis dato die Dinge, weshalb darauf... Hä, Israel, Europa, ja, ich check. ...aus ein Skandal entstand. Hat nicht mal Australien sogar beim ESC mitgemacht? War das mal, war nicht sogar mal Australien aber mal beim ESC sogar dabei, so auf random irgendwie, ne? Ja, die sind immer dabei. Hä? Sind die nicht immer, die sind immer dabei? Ja, okay. Okay. Nicht wundern, dieses Video hier wurde aufgenommen am 14.05. um 18.07 Uhr. Sollten ich also bin dumm. Noch mehr Infos Michelle, danke schön für die Tier 1. Kuss. Ich euch vermutlich auf den Laufenden mit einem Follow-up-Video oder ihr sucht es einfach selber danach. Und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Verhalten der IBU an der Stelle findet. Und wärt ihr der Meinung, dass Jost den Eurovision Song Contest gewonnen hätte? Lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr bei Jost hätte 82 Jurypunkte bekommen, Schweiz hatte über 302 Gäste, Jost hätte nicht gewonnen. Ja, okay. Hätte oder weiß man das? By the way, immer Aktuelles hier auf dem Kanal sehen wollt, immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ah, okay. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Steckchen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin. Keine Ahnung, was das gerade war. Und ciao. Was ist das? Was, egal, aufgeschissen.